Jo Leute, herzlich willkommen hier im NFT Crypto Games Channel. Heute gibt es im Schnelldurchlauf Pixelmon für euch. Pixelmon, hier seid ihr richtig early dran. Ich sag euch, was ich über Pixelmon herausgefunden habe, was meine Recherche ergeben hat, dann müsst ihr das nicht machen, sondern könnt euch das innerhalb kurzer Zeit hier in einem Clip anschauen. Pixelmon, im White Paper habe ich gesehen, das ganze Ding läuft auf L2, also Layer 2 Blockchain Kompatibilität mit der Ethereum Blockchain ist da. Also wissen wir Bescheid, Ethereum Layer 2 Anbindung, das heißt günstige Gas Fees, eigentlich auch schnelle Transaktionen und Ethereum, klar, bietet sich sowieso an als Blockchain für Gaming. Wir sehen viele nice Projekte auf Ethereum. Ihr seht ja hier auch Bilder aus dem Gameplay. Mittlerweile ist das Alpha Gameplay schon released, also wir sind ganz early dran. Das sehen wir auch gleich an der Roadmap, beziehungsweise wir springen einfach direkt mal rein. Da sehen wir, es gibt quasi also die Website, die Zoologie, also so der Aufbau der NFT-Kollektion. Das zeige ich euch gleich, das ist alles schon so passiert, aber wir sehen, wir sind sehr früh dran, weil es passiert noch alles. Die Closed Alpha läuft, da zeige ich euch jetzt auch Bilder aus dieser Alpha. Hier seht ihr, wie das Gameplay aussieht. Ja, super nice, also auch so die Soundeffekte, die ihr im Hintergrund hört und mit dem Gameplay. Und ich bin dann gespannt auf die Beta und wenn es richtig losgeht, wird sicher richtig nice. Und was alles noch ansteht, ihr seht, der Token Release, der ist noch nicht done. Auch das Land Release ist noch nicht done. Das kommt alles noch und ja, darauf können wir uns dann freuen. Und ich habe ja gerade von der Zoologie oder Zoology, wie man das hier dann nennt, gesprochen. Das ist nichts anderes als die Art, also die Rarität der NFTs und auch welchen hier Water Tribe, Fire Tribe, also welchem Element die quasi zugeordnet sind. Es sind verschiedene Elemente hier am Start. Hier sehen wir die NFTs auch als 3D-Version und ihr habt es ja auch im Game gesehen. Die sind ja eigentlich sehr nice gestaltet. Das Game hat eine super Grafik und auch wenn wir uns die Pixelmon Generation 1 anschauen auf OpenSea, dann sehen wir, dass der Floorpreis mittlerweile schon bei 0,39 ETH liegt und das Ding ist noch nicht alt, das Game, das ist gerade am Start, wie gesagt, es läuft die Alpha, also ich bin auch gespannt auf die Preisentwicklung hier, ob das dann nach oben oder unten geht und das ist ja generell für alle Projekte sind immer diese beiden Wege offen, nach oben oder unten. Natürlich kann es auch seitwärts laufen, dass es sich einfach so hält. Das sind quasi die drei Optionen und ich bin gespannt, wie sich Pixelmon entwickelt. Ich habe es auf dem Schirm. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Channel unterstützt. So seid ihr dann auch immer up to date, vor allem wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr nichts, wenn mal was Dringendes anliegt. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, Leute. Haut rein!